Ein Austaste befindet sich oben auf der Maschine. Betätigen Sie diese Taste, um die Maschine einzuschalten. Die Teemaschine heizt nun auf. Wenn alle Tasten aufhören zu blinken, ist die Teemaschine aufgeheizt und bereit für die Teezubereitung. Wenn die Maschine länger ausgeschaltet war, leuchtet die Heißwassertaste. Bitte aus hygienischen Gründen einmal spülen. Dazu die Heißwassertaste einmal betätigen. Das Spülwasser bitte ausgießen. Nun können Sie Ihren Tee zubereiten. Stellen Sie dazu Ihr Trinkgefäß unter den Auslauf. Für die Zubereitung eines Chai-Tees wählen Sie zuerst eine Milchkapsel mit einem cremefarbenen Kapseltopf. Diese haben kein Aromasiegel, welches entfernt werden muss. Öffnen Sie den Hebel, legen Sie die Kapsel ein und schließen Sie den Hebel dann wieder. Drücken Sie nun die Taste für die entsprechende Teesorte. Die Farbe des Kapseltopfes entspricht der Farbe der zu drückenden Taste. Für die Zubereitung eines Chai-Tees drücken Sie also die cremefarbene Taste, um das spezielle Programm für Chai-Latte zu aktivieren. Nun wird die Milch zubereitet. Während der Zubereitung blinkt die cremefarbene Taste. Durch den Druck in der Maschine entsteht eine cremig-schaumige Milch. Die Zubereitung ist abgeschlossen, wenn alle Tasten wieder leuchten. Nun nehmen Sie die zweite cremefarbene Kapsel für den Chai-Tee zur Hand. Die Teekapsel. Ich habe die Sorte Chai Latte Cape Town Style ausgewählt. Entfernen Sie das Aromasiegel auf der Unterseite der Kapsel vor dem Einlegen in die Maschine. Öffnen Sie den Hebel, legen Sie die Kapsel ein und schließen Sie den Hebel dann wieder. Betätigen Sie nun erneut die cremefarbene Taste für Chai Latte Tee. Nun wird der Tee zubereitet und fließt in die Milch. In dem Glas kann man sehr schön sehen, wie der kunstvoll geschichtete Chai-Latte zubereitet wird. Wenn alle Tasten wieder leuchten, ist der Brühvorgang abgeschlossen. Öffnen Sie den Hebel, um die Kapsel in den Auffangbehälter auszuwerfen und schließen Sie ihn danach wieder. Jetzt können Sie Ihren Chai-Tee entnehmen und genießen.